alle Dead Drops und deren Bewertungen jetzt einmal rauf und runter. A bis F, wir haben 6 Dead Drops. Wer nicht weiß, was Dead Drops sind im Extraction Loot Shooter DMC von Call of Duty, das sind sozusagen Müllcontainer, wo ihr Sachen reinlegen könnt während der Runde, um euren Cooldown zu reduzieren. Also ein Beispiel, wenn ihr einen Videorekord habt und den gebt ihr ab in so einen Dead Drop, dann reduziert ihr euren Cooldown für einen Loadout-Slot mehr, als wenn ihr mit diesem Videorekorder extracten würdet. Das heißt, wenn ihr Items auf Cooldown habt, lohnt sich's immer, diese Dinger in die Dead Drops zu packen. Als Grundlage nehmen wir diese hochprofessionell gezeichnete Map. Hier sind alle 6 Dead Drops eingetragen. Wenn ihr die runterladen möchtet, ich verlinke euch oben einmal das Bild. Das ist einfach in der Community-Sektion bei uns. Könnt ihr einfach rechtsklick und download, wenn ihr das gut findet. Jedenfalls haben wir hier alle 6 Dead Drops eingetragen. Einmal der Ort mit der roten Markierung und einmal die Position des Dead Drops mit dem schwarzen Punkt. Das heißt, hier zum Beispiel in Mitte der Kreuzung, hier unten rechts von der Mauer und hier unten rechts, unten links von einem Gebäude. So kann man diese Dead Drops, finde ich, relativ gut finden. Und wir fangen direkt an mit dem ersten in Al-Masra City. Der erste in Al-Masra City ist einer der besseren Dead Drops. Wir bewerten ihn mit B, weil wir ihn einmal gut finden können. Also er ist relativ gut versteckt in dieser Kreuzung, sodass man in Deckung bleiben kann. Man kommt aber trotzdem sehr, sehr gut hin, weil der Spot wirklich sehr gut zu finden ist. Man kann durchs Wasser, man kann durch die Häuserschluchten zu diesen Dead Drops, also relativ gut geschützt. Gleichzeitig ist um diesen Dead Drop herum relativ viel Loot. Wir haben zum Beispiel rechts von dem Dead Drop das Office, dann weiter oben rechts den Yum Yum Burger, sehr, sehr viele kleinere Lebensmittelgeschäfte, Elektronikgeschäfte, Handyläden und. Also relativ viel Loot, was ihr immer wieder durch diese Häuserschluchten in diese Dead Drop Zone schleppen können. Das heißt, relativ sichere Zone für relativ guten Loot und auch noch möglicherweise einen Extract ganz in der Nähe. Also hier sind relativ viele Extracts sogar in der Nähe. Also summa summarum wirklich ein toller Dead Drop. Und wer es nicht weiß, das ist der Dead Drop, den man für eine der allerersten Missionen braucht, um Items hier reinzulegen. Das heißt, diesen Dead Drop, wenn ihr die Mission macht, werdet ihr als erstes kennenlernen. Kommen wir zu dem zweiten Dead Drop in den Marshlands. Der ist an so einer Mauer neben einer Tankstelle und dieser Dead Drop bekommt die Bewertung F. Ja, es ist der schlimmste von allen Dead Drops, weil zum einen ist er extrem gut bewacht. Wir haben überall KI-Gegner Stufe 1, Stufe 2. Wir haben Commander-Hubschrauber, die hier die Gegend umkreisen. Wir haben sehr viel Spieler-Durchgangsverkehr, weil wir relativ zentral sind auf der Map. Das heißt, hier näher ist immer Durchgangsverkehr zu dem Koffer, zu dem Juggernaut, zu der radioaktiven Zone. Generell dadurch, dass das Ganze zentral liegt, ist hier immer viel los und die Minions, also die Bots an dieser Stelle, ich habe das Gefühl, die spawnen hier so schnell und endlos nach. Sehr, sehr unangenehm. Und die Frage ist, wofür tun wir das Ganze? Denn der Loot hier in der Gegend ist relativ klein. Also wir haben wirklich nur kleine Baracken, kleine Häuser, sehr, sehr, sehr schlechten Loot. Mal eine Tankstelle, wenn es hochkommt, das war es dann auch schon. Das heißt, der Loot in der Umgebung, um ihn in den Dead Drop direkt reinzupacken, ist wirklich wenig. Und ich versuche diesen Dead Drop auf jeden Fall zu umgehen, wenn es nicht anders sein muss. Kommen wir zu dem dritten Dead Drop östlich der Akta Village. Und dieser Dead Drop ist ein super Dead Drop. Bekommt bei uns die Bewertung C, also einer der besseren Dead Drops. Zum einen ist es so, dass er so gut wie gar nicht bewacht ist. Also man kommt relativ leise, also lautlos an diesen Dead Drop ran, ohne einen Gegnerkontakt. Und wenn man die Gegner erledigen möchte, das sind alles Tier 1 Gegner, einige Tier 2. Wir haben hier manchmal eine Festung, also für die Festung machen wollen, auch eigentlich gar nicht so schlecht. Dadurch kann man den ganzen Festungsloot ebenfalls in diesen Dead Drop reinpacken. Ansonsten haben wir hier noch ein Krankenhaus, auch sehr, sehr cool, hochwertiger Loot, eine Tankstelle. Also wirklich schöne Sachen. Und interessant ist, dass dieser Dead Drop für eine Mission benötigt wird. Diese Mission erfordert von uns Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, glaube ich, waren es. Glühbirnen und solche Sachen hier reinzulegen. Ja, und wo bietet es sich besser an, solche Items zu finden, als an einem Schrottplatz? Und wenn wir in dieses Gebäude reingehen, neben dem Schrottplatz, dann ist hier sogar noch eine Werkstatt, wo viele Werkzeugkisten sind. Und gerade in diesen Werkzeugkisten finden wir natürlich sehr, sehr viel von diesen Schraubenziehern. Glühbirnen liegen überall rum. Das heißt, man kann zu diesem Dead Drop gehen und gezielt wirklich die Gegend um diesen Dead Drop looten und alles in diesen Dead Drop reinpacken, hat dadurch Missionsfortschritt und hat seine Cooldown Reduction. Man ist hier relativ ungestört. Die Minions hier, die Bots, die rumlaufen, kann man relativ lautlos erledigen. Ein wirklich sehr, sehr schöner und angenehmer Dead Drop, der auch noch durch diese Hügellage so einigermaßen gedeckt ist. Wenn ihr jemand von oben natürlich runterzieht,
dann könnt ihr gut gesehen werden. Ich muss sagen, mir ist das bis jetzt noch nicht einziges Mal passiert, dass ich hier gespottet wurde. Zumal es so ist, dass die Village unten relativ voll ist mit Minions, also mit Bots. Ich sag immer Minions. Das heißt, ihr habt auch noch so eine Art Warnsystem. Wenn Spieler von unten, also vom Süden nachher, zu euch in eure Richtung laufen, dann werdet ihr vorgewarnt durch die Minions, also durch die Bots, wie sie denn schießen und lauter werden. Also wirklich ein sehr, 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 sehr toller Deadrop, den es sich auf jeden Fall lohnt zu besuchen. Kommen wir zu Deadrop Nummer 4. Ladies and Gentlemen, wir reden hier vom nordöstlichen Friedhofs Deadrop und es ist ein schwieriger Deadrop. Wir hauen hier die Bewertung eh raus, weil eigentlich verdient das sogar ein F, muss ich sagen. Allerdings ist es minimal besser als der Deadrop in den Marshlands. Minimal besser deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass wir besser an den Deadrop rankommen. Aber der Unterschied ist sehr, sehr klein. Wir haben hier erstmal überall Einheiten am Friedhof, in den Gebäuden drumherum. Es sind relativ schnell Hubschrauber hier vor Ort. Wir haben Tier 1 und Tier 2 Gegner. Das Ganze ist ja jetzt nicht in so einer sehr stark besuchten Gegend. Dennoch ist es so, dass dieser ganze Bereich hier gut besucht wird im größeren Umkreis. Und wenn ihr ohne Schalldämpfer an die Sache rangeht, dann könnt ihr relativ schnell gehört werden. Ein sehr, sehr unangenehmer Deadrop. Und auch hier ist die Frage, wozu das Ganze? Man muss zwar hier für einige Missionen Sachen abgeben, wie zum Beispiel, das eine des teuersten Items übrigens, die Grafikkarte, die muss hier abgegeben werden. Oder Spielekonsolen müssen hier abgegeben werden. Aber ansonsten, wenn wir wirklich hier hingehen, um unseren Cooldown zu reduzieren, dann ist die Frage, was schmeißen wir hier rein? Und in der Umgebung gibt es nun mal kaum was. Wir haben hier etwas hochwertigere Wohnhäuser, klar. Und da gibt es schon ein bisschen Loot, aber insgesamt ist die Frage nach der Zeit-Nutzen-Relation und die ist hier meiner Meinung nach absolut nicht gegeben. Also auch definitiv ein Deadrop, den ich eher umgehe. Deadrop Nummer 5, Said City. Ein sehr, sehr interessanter Deadrop. Ich denke, dieser Deadrop ist sehr situationsabhängig, je nachdem, wie ihr spielt, wie ihr drauf seid, das immer. Wir geben diesem Deadrop die Bewertung D, weil es kann ein sehr schlechter Deadrop sein, es kann aber auch ein Deadrop sein, der okay ist. Also zum ersten Mal positiv ist, dass dieser Deadrop relativ spielerfrei ist. Also es laufen hier nie Spieler rum. Es gibt zwar eine Mission, dass man im Said City Einkaufszentrum Spieler töten muss. Ich glaube, 3 Spieler muss man in diesem Einkaufszentrum töten. Aber man braucht einen Schlüssel, um reinzukommen. Ansonsten kommt man nur oben übers Dach rein. Der Loot hier drin ist super. Aber kaum jemand macht sich diese Mühe, extra für den Loot da reinzugehen, weil es viel bessere Spots gibt, um leichter an Loot ranzukommen. Denn das Einkaufszentrum wird stark bewacht. Tier 1, Tier 2, Commander-Hubschrauber. Hier ist alles mega stark bewacht. Und das Schlimme ist noch, wenn ihr da reingeht, dass überall Sprengfallen drin sind. Das heißt, überall sind Stolperdrähte. Ich empfehle euch da auf jeden Fall Plattenträger mitzunehmen, genug Platten, um wenn ihr in so eine Sprengfalle reinlauft, nicht down zu gehen und euch sofort wieder hochheilen könnt, während die Minions, also die Bots, auf euch zurennen. Das ist wirklich nicht so angenehm. Aber ich kann mir auch hier vorstellen, dass es Spieler gibt, die das sehr, sehr gerne machen, zumal sie ja safe sind und dann wirklich sich die Zeit nehmen, die Stolperfallen zu entschärfen, die Minions, also die Bots, zu holen und dann durch das Einkaufszentrum zu wüten. Wenn ihr das macht, wenn euch sowas Spaß macht, dann habt ihr natürlich hier eine relativ tolle Gelegenheit, relativ sicher den ganzen Loot rauszubringen und in den Deadrop zu packen. Was auch noch geil ist, ist der Commander-Hubschrauber, denn hier sind oft Raketenstellungen und mit Raketenstellungen könnt ihr den Hubschrauber abschießen und damit Vorratskisten von dem Commander abholen und diese ebenfalls im Deadrop abgeben. Also eine sehr, sehr einfache Sache, zum einen einen Commander zu töten, zum anderen schöne Items in den Deadrop zu legen. Allerdings auch hier situationsabhängig, der Hubschrauber ist nicht immer da und auch die Raketenstellungen sind natürlich nicht immer da. Bevor wir jetzt zum letzten, sechsten Deadrop kommen, erstmal vielen Dank an die Kanalmitglieder, die den Kanal nochmal besonders unterstützen. Vielen Dank dafür. Wenn euch das Video gefallen hat bis hierhin, würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Ansonsten folgende Sache. Wir haben jetzt, glaube ich, 15 DMZ-Videos bereits gemacht und ich habe einige Fragen von euch gesammelt, die in den Kommentaren aufgetaucht sind. Wenn ihr Fragen habt, haut es bitte gerne unten rein. Ich habe vor, ein Video zu machen, so die Top 10 der meistgestellten Fragen von euch. Also wenn ihr speziell Fragen habt, haut sie gerne raus, sagt auch hier, das ist eine Frage, die ich mir auch im Video vorstellen könnte. Ich werde aber demnächst mal ein Video machen, auf jeden Fall, in dem ich nur eure Fragen beantworte. Bin sehr, sehr gespannt selber, was dabei zusammenkommt. Und der sechste Deadrop, ich nenne ihn gerne immer den Krankenhaus-Deadrop. Und ja, wer aufgepasst hat, der weiß, dass nur noch die Bewertung A übrig bleibt. Das hier ist tatsächlich der beste Deadrop, meiner Meinung nach. Er befindet sich in Rohan Oil und dem Steinbruch.
an einem Krankenhaus an den Gleisen. Das heißt, Vorteil Nummer 1, erstmal die Gleise. Ihr könnt, wenn ihr im Zug seid, bis zu diesem Deaddrop fahren. Das heißt, ihr könntet den Zug komplett leer looten, hier gemütlich aussteigen. Ich sage gemütlich, weil dieser Deaddrop ist nicht stark überwacht. Hier sind Minions, Stufe 1 Minions, und zwar 3 an jeder Seite. Die sind ruckzuck ausgeschaltet. Wenn ihr mit Schalldämpfer drin seid, dann kriegen das die anderen Minions, also die Bots, auch gar nicht mit. Und damit könnt ihr dann zu dem Deaddrop und wirklich viel Loot abladen. Dann ist es so, dass dieser Deaddrop schön geschützt ist. Und zwar haben wir einmal die Mauer auf der einen Seite, dann diese Büroräume auf 2 Seiten und die 4. Seite wird abgedeckt durch den Deaddrop selbst, wenn ihr euch dahinter stellt. Das heißt, selbst wenn Minions auf euch getriggert sind, dann seid ihr hier zumindest für eine kurze Zeit erstmal komplett sicher im außerhalb jeder Schusslinie und könnt eure Sachen trotzdem abgeben und dann vielleicht in einen Büroraum springen. Und dann kommen wir direkt schon zum nächsten Vorteil, nämlich diese Büroräume. Das heißt, hier haben wir nicht nur billige Wohnhäuser und Baracken, sondern Büros, das heißt PCs, Regale und sogar Schließfächer gibt es hier. Das heißt, hier bekommt ihr schon mal viel besseren Loot, den ihr auch direkt wieder in diesen Deaddrop packen könnt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wenn wir mal weiter gucken, dann haben wir hier eine Halle. Auch hier gibt es höherwertigen Loot. Man kann in die Leiter hochgehen, da oben gibt es nochmal Loot. Dann haben wir direkt daneben ein Krankenhaus. Holla die Waldfee. Krankenhäuser sind immer besonders schön für Self-Revives und Co. Und auch sie geben sehr, sehr viel Loot, den man in den Deaddrop reinpacken kann. Alles in der Nähe. Und zu guter Letzt noch eine Tankstelle. Also wirklich alles, was das Herz braucht, liebt, wie auch immer. Wem das aber trotzdem nicht reicht, der hat unten noch 2 Zelte. Das sind 2 Lazarette. Also auf jeden Fall 2 Zelte, wo ihr auch nochmal medizinische Vorräte finden könnt, die ihr ebenfalls in den Deaddrop packen könnt. Das Ganze zu looten dauert jetzt relativ lange. In der Zeit kann es schon mal sein, dass ein Hubschrauber kommt. Aber selbst diese Minions, also die Bots, die hier abgeladen werden, die sind nur Tier 1. Also das Ganze ist wirklich relativ harmlos. Und wenn Fahrzeuge kommen, also es ist so, kaum ein gegnerischer Spieler läuft hierher. Meistens kommen sie per Fahrzeug und das hört ihr auch noch von der Ferne. Das heißt, ihr seid noch alarmiert, dadurch, dass ihr das Fahrzeug von weit entfernt noch hören könnt. Also eine rundum relativ sichere Sache. Und ich setze noch einen drauf. In der Halle ist nämlich noch ein Tresorspawn. Ja, das heißt, ihr habt die Möglichkeit auch noch gelegentlich hier einen Tresor zu finden. Und wenn ihr den auch noch mitmacht, dann könnt ihr die Sachen auch noch direkt in den Deaddrop packen. Also, ich habe hier eine Runde gehabt auf jeden Fall, bei der ich locker 2 Stunden Cooldown Reduction hatte in einer einzigen Runde. Das heißt, die Loadout-Waffe war in einer Runde wieder komplett einsatzbereit. Meiner Meinung nach mit Abstand der beste Deaddrop, sehr, sehr angenehm. Und das Schöne ist, wenn ihr hier alles erledigt habt, dann könnt ihr weitergehen zu Rohan Oil. Ein sehr hochwertiger Spot zum Steinbruch, wenn ihr da was machen müsst. Oder weiter im Süden sind eigentlich immer Exits. Richtung Höhlen, da irgendwo hier sind meistens, weil da sehr viele Exit-Spawns sind, findet ihr doch sehr viele Exits. Also rund um ein super, 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 super Deaddrop. Der beste, meiner Meinung nach. Und dadurch, dass der Tresor hier noch spawnen kann, ist es sogar meiner Meinung nach ein A+. Also wirklich nochmal das Sahnehäubchen obendrauf, weil dieser Tresor, wenn er denn mal da ist, da wirklich nochmal einen kleinen Bonus gibt. Toller Deaddrop und auf jeden Fall immer ein Abstecher wert. Vergesst nicht mir zu sagen, was ihr als nächstes sehen möchtet in den Kommentaren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auf eure Ideen ja fast schon angewiesen. Bisschen Inspiration, dass wir ein paar gute neue Videos machen können mit Tipps und Tricks. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle. Sage auf Wiedersehen, bleibt gesund und sauber, macht keinen Quatsch. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego und hasta la vista.